Minecraft zur Folge 6 vom Hermit Pack. Ja, zurück in meine kleine Welt. In der hermetisch abgeriegelten Welt. Wir haben letztes Mal hier den Weg nach unten gebaut. Und hier haben wir so ein bisschen Sticky Resin. Ein paar Bienen haben wir letztes Mal auch noch gemacht, genau. Weil uns da unten ja der Bienenstock genervt hat. Und jetzt kümmern wir uns heute mal ein bisschen um die Brücke. Ich weiß allerdings noch nicht so genau, wie ich die bauen möchte. Leim war das. Ich dachte, das wäre Sandstein gewesen, was ich da unten gefunden hatte. Osmium. A strong material that can be found at nearly any high in the world. It is known as heavy metal, many uses in the construction of machinery. Genau. Ich wollte auch noch gucken, ob wir uns einen Smeltery Controller Drain. Hä? Schmeltery. Der hier ein bisschen anders. Smelter. Resonating Blade. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Resonating Ore. Ah, okay, da kommen dann nicht die. Oh Gott. Okay, ich wollte auch mal gucken, ob wir hier uns eine Quarry bauen können. Quantum Quarry. Oh, Hammer. Yeah, Steel Check Hammer. Den gibt's. Das ist schon mal gut. Also hier gibt es auf jeden Fall Tinkers Konstrukt. Tinkers. Tinker Tank Control. Da. Hä? Tinker. Was ist denn hier? GT Mode, Center Search Bar, Enable Column Searching. Okay. Ich verstehe nicht so ganz, was das hier soll. Wir haben hier einen Smeltery Controller, Brain of the Smeltery, okay, das ist ja logisch. Warte mal. Brick. Ich guck mal gerade hier, ob hier irgendwas mit Tinkers ist. Nein, ist nicht. Ist nicht. Das gibt's nicht. Was ist das? Lunsterleite. Ah, hier können wir mal gucken. Ground. Warum schiebt mich das jetzt durch die Gegend? Ah, wie ging das? Steuerung, ja? Shift R. Okay, auf jeden Fall funktioniert es. Das heißt, wir brauchen so ein paar Sachen. Gut, ich würde sagen, dann verschieben wir mal den Bau der Smelt, der Dings da.
Und wir brauchen eine Schaufel haben wir noch. Gut, wir brauchen für das hier, für Ground, Sand, Sand, Clay and Gravel. Wir nehmen mal das Bett mit. Und wir nehmen eine Spitzhacke haben wir, das haben wir auch, das haben wir auch. Bett haben wir. Ein bisschen Kohle. So. Nehmen wir ein bisschen Eisen, wenn wir noch was haben. Ja. So. Und dann gehen wir mal kurz noch ein bisschen Zeug farmen. Weil wir sollten uns schon recht flott eine Tinkers Construct Schmiede bauen. Da unten war, glaube ich, irgendwo Gravel. Irgendwo habe ich mal Gravel gesehen. Oder nicht? Oder doch? Wohl eher nicht. Verdammt! Es sieht ja manches einfach so aus wie Gravel. Zum Beispiel der Andesit, der sieht oft so aus, als wäre das Gravel. Wie sieht's hier aus? Auch kein Gravel. Verdammt! Verdammt mich! Kennt ihr eure Olsenbande? Olsenbande? Da der Olsen, der immer verdammt mich sagt. Also du kommst hier hoch. Sorry. Und du siehst auf der Minimap nur Schweine. Das gibt's doch nicht. So, Clay müssen wir farmen. Und ich glaube, da drüben hat es sogar schon welchen. Was ist das? Warum geht das so schwer weg? Ich glaube, das ist gespawnt. Nee, hat's. Nee, ist es nicht. Das Salz war das. Okay. Wir brauchen noch mehr Clay. Wir brauchen einen Haufen Clay. Gravel hat es da drüben auch. Ah ja, da, warte mal. Guck doch mal, da hat es doch ein Haufen Gravel. Das nehmen wir doch einfach mit, wenn das hier rum ist. Ist doch egal, ob ein neuer Spawnpunkt gesetzt wurde. Ich will schlafen, damit mich keiner überrascht. So, Spawnpunkt kaputt. Jetzt wieder schlafen können, einen neuen Spawnpunkt zu setzen. Ja, wir müssen hier gleich noch ein bisschen mit dem Wasser arbeiten. Sonst kriegen wir hier wahrscheinlich ein paar Lags hier in der Gegend. Kriegt er eigentlich nur? Ne, wir kriegen Gravel raus. Okay, ich dachte gerade, wir kriegen nur Flint raus. Aber so wie es aussieht. Thank you.
ist immer mühselig, den Gravel zu fahren, den Sand zu fahren, nein, den Clay zu fahren. Ich glaube, hier alles durch. Alles eben unter Wasser stattfinden muss. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich den Eimer dabei habe. Ja, habe ich. Muss ich denn jetzt noch Wasser platzieren, damit es hier vorwärts geht? Das Schwein gesehen, wie das gedeift ist. Ich will halt hier nicht so ein doofes Loch haben. Was ich wahrscheinlich gar nicht mehr wegkriegen werde. Weil ich es schon ganz am Anfang verpeilt habe, wie es aussieht. Ja, egal jetzt. Egal. Halt mich nicht doch so lange an. Halt mich doch nicht. Wir gehen mal in diese Richtung. Da geht nämlich der Flusslauf weiter. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen Clay zu finden ist. Da hier ist noch. Ja, haben wir doch gleich noch was. Aber das war's auch schon. Toll, 3 Kleebrocken. Nein, ich habe natürlich wieder keine Werkbank dabei. Ist ja typisch für mich, ja. Immer unvorbereitet. Haha. Ich habe nicht mal Sticks dabei. Ja, aber ist okay. Wir haben das Werkzeug dabei. Von dem her braucht man das auch nicht unbedingt. So. Ein Boot. Dahin. Und alles ist gut. Heidenei, ja, geht's doch los. Okay. Wo ist der nächste Clay? Ich glaube, da hinten. Hier ist nix. Ja, Sand brauchen wir natürlich auch einen Haufen.
Also viel, damit auch das alle verstehen. Da ist ein bisschen Clay, ja. Auch wenn es hier kein Quarry gibt, also kein normales Quarry und keine Turtle, dann werden wir hier ganz schön lange mit Ressourcenbeschaffung zu tun haben. Außer es gibt hier eine andere effektive Möglichkeit, wie wir bohren, meißeln, meinen können. Dann wäre ich euch sehr dankbar und verbunden, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. So, schnell nach oben. Die Luft wird dünn. So, ich habe jetzt schon einiges an Clay, aber ich glaube, das reicht noch lange nicht. Da ist noch. Das nehmen wir noch mit. Bevor wir die Folge beenden. Solche Vorräte müssen wir ausplündern. Weiter, weiter, ja, so ist gut. Irgendwie ist das Wasser hier nicht so wie sonst, habe ich das Gefühl. Irgendwas falsch beim wieder zubauen. Es fließt immer noch, obwohl ich das nicht zumache. Komisch. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Zeug wir haben. Oh Gott, 2, 4, 5, 5 Stacks, ja, da haben wir auch, und Sand. Sand fehlt uns halt noch. Wir bewegen uns mal noch in diese Richtung. Ah, diese Richtung heißt Süden, weil im Süden, von Deutschland aus gesehen, sind die, die Wüsten. Ja, ich weiß, im Osten und Westen gibt es auch welche. Aber hauptsächlich im Süden, da ist nämlich Afrika. Und deshalb gehen wir da mal gucken, ob es da irgendwelche Wüsten gibt, wo ich ein bisschen mehr Sand abbauen kann. Da, 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 da. Einfach mal mit, ne? Wenn das schon auf dem Weg liegt. Das müssen wir erst trocken legen, ja? Sonst wird man am Ende überrascht von zu viel Wasser und darauf ist keine Lust. Stell dir das mal vor. Schnell schlafen. Ich glaube, wenn ich die Schaufel fertig mache mit dem Sand hier, dann reicht es sogar schon erstmal. Wenn hier überhaupt so viel Sand ist. Nein, genau das wollte ich nicht haben. Warum ist hier ein Gleis?
Warum war da jetzt ein Gleis rumgelegen? Wo haben wir jetzt gerade abgebaut? Hier. Und hier war ein Gleis gelegen. Hier. Dann muss ich doch mal kurz hier nachforschen. Das finde ich nämlich merkwürdig. Ja, da vorne ist eine Höhle. Habe ich noch ein paar Sticks? Ja. Weißt du, finde ich ein bisschen komisch, wenn da plötzlich irgendwo so ein Gleis rumliegt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Irgendwie bin ich ein bisschen desorientiert gerade. Alabaster nehmen wir natürlich mit. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich irgendwie Platz schaffe. Deshalb stecken wir mal den Clay hier zu Clay-Dings da. Jetzt daraus nichts gemacht. So, das Motorrad war laut genug, dass es jeder hören konnte. Ja. Und wir sind mal wieder an der Ende der Aufnahmezeit. Da gibt es einen Lavasee. Also in diese Richtung muss irgendwo was sein. Kann auch sein, dass es wieder von draußen ist, was ich da schon wieder höre. Ich gehe mal gucken. Vielleicht geht es auch einfach runter in die Höhle. Ja, und ich vergeude hier meine Zeit, indem ich eine Höhle bastel. Ne, sieht nicht so aus. Wir laufen noch ein bisschen in diese Richtung. Noch ein bisschen. Da ist ein halbes Pilzbiom. Eine halbe Höhle, aber nur eine halbe. So, eine Minute noch. Mehr will ich nicht. In die Richtung noch ein bisschen. Okay, da kommt eine Savanne. Sonst haben wir hier eigentlich im Moment nichts, was interessant wäre. Na, no, aber das Savannenbiom. Oh, da hat es eine riesen Plattform da oben. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich da gebaut. Was ich hier ein bisschen vermisse, sind Höhlen. Also Höhlen habe ich noch keine gesehen. Und jetzt, wo ich gerade davon spreche, taucht bestimmt eine auf. Genau. Ich muss nur aufpassen, da ist auch irgendwo noch andere
Zombies unterwegs. Oh, guck mal, da oben hätten wir so schön bauen können. Na, wir haben ja noch nicht gebaut, ja? Also theoretisch könnten wir uns noch umsiedeln. Da oben hin. Wenn ihr wollt, dass ich mich da hinsiedle, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Was ist das? Ach, das ist eine Schleiminsel, glaube ich, oder? Eine Schleiminsel wäre ja grün. Das ist aber nicht grün da oben. Was ist denn das? Küken, weißt du das? Nicht? Dann tschüss. Was ist das da oben? Das ist vielleicht so eine Seucheninsel? Das wäre schlecht. Auf jeden Fall war es das für heute, für diese Folge Minecraft FTB Launcher Hermit Pack. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, dass ich da oben siedle, dann schreibt es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.